Hallo allesamt, hier übersetze ich eine Vorhersage, eine astrologische Vorhersage von einer vedischen Astrologin, die heißt Joni Petri und ich habe die vorher auch noch nicht gekannt und fand das aber so beeindruckend und inspirierend und kraftvoll und für mich hat es auch verschiedene Punkte verbunden, die ich noch nicht so ganz zusammen hatte, was diese Mondfinsternis und die Sonnenfinsternis, was das alles jetzt bedeutet. Und da das so eine schöne, kurze und bedeutsame Zusammenfassung war, habe ich mich entschlossen, die zu übersetzen. Und ich wünsche euch viel Freude dabei. Ich bin Joni Petri. Joni Petri. Und ich möchte gerne über den Monat November erzählen. Es sind da einige sehr bedeutsame Events, die im November stattfinden. Und als Astrologin schaue ich immer gerne auf die Finsternissen, also auf die Sonnen- und auf die Mondfinsternisse. Und wir haben jetzt demnächst eine Mondfinsternis, und zwar am 19. November. Und diese Mondfinsternis wird eine ganze Reihe emotionaler Veränderungen weltweit in Gang setzen. Ich habe schon viel über dieses große Finale gesprochen. Was meine ich damit? Also, alles hat sich im Laufe des Jahres aufgebaut und alles kommt nun mit einem zu einem großen Höhepunkt, mit einem ganz großen, explosiven Event. Also dieser Event selber, den werden wir erst im Dezember, Januar zu spüren bekommen. Aber im November ist der Monat, wo diese Richtung auftaucht, in die das dann führt. Jetzt, wo wir ist praktisch jetzt eine Saison, eine Zeit der Finsternissen. Und so eine, bei dieser Sonnen- und Mondfinsternis, also Sonnen und Mond weiß ich jetzt nicht, also die Mondfinsternis ist am 19. November und die Sonnenfinsternis danach kommt dann am 4. Dezember. Und diese Sonne und der Mond kommen, die kommen zusammen mit Rahu und Ketu und die sind der nördliche und der südliche Mondknoten. Und das ist wohl eine sehr, sehr kraftvolle, machtvolle Geschichte in der Astrologie, wenn man sich damit ein bisschen besser auskennt. Und denk mal darüber nach, was die Sonne und der Mond repräsentieren. Die stellen das Männliche und das Weibliche dar. Also das gesamte Setup sozusagen, die gesamte Anordnung auf der Erde. Mutter, Vater, Nacht und Tag. Man sagt ja Vater Sonne, Mutter Mond. Die positiven und die negativen Kräfte. Und ich meine jetzt negativ nicht in einem negativen, auf eine negative Art, sondern einfach wie so eine elektrische Ladung. Ne? Da ist ja diese Polarität. Und diese Polarität, das brauchen wir momentan, das treibt die Welt sozusagen an. Aber wenn du mal darüber nachdenkst, was so eine Finsternis ist, dann hast du da die Dunkelheit, die das Licht überdeckt. Ne? Also die Dunkelheit des Lichtes der Sonne oder des Lichtes des Mondes. Also die Dunkelheit, die sich über das Licht des Mondes oder über das Licht der Sonne legt. Und in dieser Dunkelheit gibt es immer irgendetwas, was da aufgedeckt wird, wenn wir tief in diese Dunkelheit hineingehen. Und denk es mal auf eine symbolische Art.
Wir verdunkeln etwas, wir werden dunkel, wir gehen in diese dunkle Stille, wo all diese Geheimnisse und andere Dinge aufgedeckt werden. Und dann haben wir das Licht, das wiederkommt. Also in dieser Dunkelheit kommen Dinge ans Licht, die wir vorher nicht wussten. Und jetzt geht es darum, was es weltweit auf der Erde gerade passiert. Und es ist echt an der Zeit, dass wir langsam ein paar Antworten hier bekommen. Und es bezieht sich auch auf dein persönliches Leben. Denn da wird auch noch was an die Oberfläche kommen, was du über dein eigenes Leben bisher nicht wusstest. Das dir dabei hilft, das Größere darin mehr zu verstehen, also dass du mehr Sinn darin findest. Also schau auf diese Mond- und Sonnenfinsternisse als etwas sehr Machtvolles. Und die Mondfinsternis, die wird am 19. November bei uns sein. Ist auf 3 Stiergraden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das astrologisch gut ausdrücke. Und das ist anscheinend auch eine sehr bedeutsame Position. Und 2 Wochen später, am 4. Dezember, wird es eine Sonnenfinsternis geben. Und in dieser 2-Wochen-Periode zwischen der Mond- und der Sonnenfinsternis wird so viel ans Tageslicht kommen. Und zwar etwas sehr Überraschendes. Vielleicht sogar etwas, was die Welt schockiert. Also schaut gut hin, wie sich das alles, wie alles ans Licht kommt. Aber wenn wir jetzt nochmal zu dieser Mondfinsternis zum 19. November zurückgehen, was ich denke, was da ans Tageslicht kommt, ist, dass viele der Weltleader werden ihr wahres Gesicht zeigen. Sie werden wirklich ihren Kopf verlieren. Also explosive Emotionen, warum sage ich das? Diese 3 Grad im Stier, wo diese Mondfinsternis stattfinden wird. Und diese Mondfinsternis, also Vollmond-Mondfinsternis und in diesen Stiergraden, und die ist in Konjunktion zu dem Fixstern Algol. Und dieser Fixstern wird als der gewalttätigste und zerstörerischste aller Fixsterne angesehen. Das ist die Astrologie, die Sprache der Sterne. Und in dieser Sprache wird dieser Stern als der gewalttätigste angesehen. Also er steht für die Enthauptung, fürs Köpfen, Decapitation, also den Kopf verlieren. Und es ist eine große Sache, dass diese Mondfinsternis mit diesem Fixstern zusammen passiert. Aber was meint hier die Enthauptung? Wir sprechen hier davon, den Kopf zu verlieren, aus der Haut zu fahren, außer Kontrolle zu sein. Und du solltest in deinem eigenen Leben wirklich ganz gut darauf achten, dass du dich davon nicht anstecken lässt. Denn es könnte wirklich auf eine sehr negative Art überschwappen auf dein eigenes Leben. Bleib ruhig, bleib cool. Und frage dich immer, habe ich Kontrolle über die Situation? Wenn ja, dann tu was. Aber lass dich mich dir sagen, du wirst Menschen sehen in den Nachrichten, also Menschen, die Länder regieren,
dass die absolut außer Kontrolle geraten werden, dass denen alles entgleitet. Und das ist das, was das mit sich bringt. Und was aus all diesem passiert, also was die Folge davon ist, ist, die Wahrheit kommt raus. Wenn etwas, wenn es einen explosiven Event gibt, ne, eine große Explosion, dann ist das, was danach übrig bleibt, zeigt dann oft, worum es eigentlich ging. Und das ist, was jetzt endlich in dieser Zeit passiert. Also während wir uns in den Dezember reinbewegen. Aber während wir in den Dezember reingehen, lass mich dich noch warnen. Der Mars geht jetzt gerade in den Skorpion und der triggert und also der wird getriggert durch die Eklipsen auch und also diese Wirkung wird in den Dezember und in den Januar reingehen. Und es könnte kriegsähnliche Situationen geben. Und ich habe es schon das gesamte Jahr 2021 vorhergesagt, dass dieses Jahr ein, Anschein von Krieg hat. Denn die Menschen geraten außer Kontrolle. Die Menschen sind wütend, die sind frustriert. Ihnen wurde so oft die Wahrheit vorenthalten und jetzt wissen wir es. Es war so, dass wir es nicht wussten, denn die Medien haben das zu verhindern gewusst, dass die Dinge tatsächlich rauskommen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Aber jetzt haben die Menschen die Freiheit, wirklich selber herauszufinden, was passiert und zu forschen. Denn wir haben das Internet und wir haben diese ganzen verschiedenen Aspekte der sozialen Medien, sodass wir wirklich sehen können, was tatsächlich passiert. Also was hinter den Vorhang passiert und unter der Oberfläche und jetzt. Und was jetzt passiert ist, ist, ja, die Menschen haben nicht mehr viel, viele Menschen haben nicht mehr viel Vertrauen in ihre Regierungen, denn, ja, basierend auf dem, was sie alles zu sehen kriegen. Also während dieses Novembers kommt eins zum anderen. Und eins nach dem anderen wird auftauchen, was zu diesem großen Finale führt. Und jetzt haben wir diese neue Öffnung, eine Öffnung zu Wahrheit und zu Bewusstsein und eine Öffnung, um zur Wahrheit aufzuwachen. Ich spreche schon seit einer ganzen Weile darüber. Was für eine Zeit, um auf dem Planeten Erde zu sein. All diese Enthüllungen und Änderungen zu sehen, die endlich passieren. Ja, vorher war alles viel ruhiger anscheinend, aber wir waren ja auch alle im Schlaf. Jetzt sehen wir die Wirklichkeit und die Wahrheit dahinter. Und jetzt gibt es auch so viel Gelegenheit für spirituelles Wachstum. Und lasst mich euch erzählen, was ich darüber denke. Und ihr könnt den November für eure, zu eurem höchsten Wohle nutzen. Zum Beispiel einer der bedeutsamsten Feiertage, die wir überhaupt in den Vereinigten Staaten begehen, das ist der Thanksgiving. Das wird der 25. November sein. Das ist immer der vierte Donnerstag im Monat. Und ich denke, das ist sehr bedeutsam, dass es an einem Donnerstag ist, denn der Donnerstag ist der Tag des Jupiters. Und Jupiter ist der Planet, der mit der Spiritualität, wo es um die Spiritualität geht, der sich kümmert um die, den höheren Geist. Und es gibt kaum was, was einen höheren Geist hat als die Dankbarkeit. Also Thanksgiving ist ein Feiertag, den wir in den Vereinigten Staaten feiern. Eigentlich ist das sogar der Geburtstag der Vereinigten Staaten. Aber im Grunde genommen geht es bei diesem Feiertag
darum, dass alle zusammenkommen, Familie und Freunde. Und wir feiern. Und wir feiern alles, wofür wir dankbar sind. Wie wunderschön ist das? Und das ist eine Ermächtigung im Leben, die wirklich jenseits aller normalen Vorstellungskraft geht. Denn wisst ihr, wenn wir von einem Ort der Dankbarkeit kommen, was dann passiert, ist, dass die Energie, die wir dann aussenden, in Zusammenhang mit Respekt und wie dankbar wir sind und wie sehr wir die Menschen lieben, denen wir das erzählen. Denn was du da rausgibst, ist das, was wiederkommt. Denn das ist das Gesetz des Universums. Das, was du rausbringst, das wirst du erhalten. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir sind nicht hier, um zu hassen und zu grollen und wütend zu sein. Wir sind hier, um zu lieben und um Mitgefühl zu haben und um zu heilen. Ja, das war's schon. Ich hoffe, dass euch das auch so inspiriert, wie es mich inspiriert hat. Und ich bin sehr gespannt auf alles. Und ich finde den Appell sehr schön, dass wir das nicht auf uns übergreifen lassen, was da im Außen passiert. Also, dass wir jetzt mit diesen kosmischen Energien umso mehr gewarnt sind, dass wir selber wirklich immer, wo wir können, in der Ruhe bleiben und einmal ganz tief einatmen, bevor wir schnell reagieren oder wütend werden und uns wirklich dessen bewusst sind, dass wir dann wirklich der falschen Seite in die Hände spielen. Wenn uns das aber doch manchmal passiert, dann ist das eben auch so. Ich danke euch.